herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, es geht euch gut und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ja, bei einem neuen coolen Video. Und dieses Video wird wieder ein Vlog sein, wie bereits erwähnt. Also eigentlich wollte ich ja schon die ganze Woche mit vloggen, denn gerade ist Freitag, der 13. Oh mein Gott, Freitag der 13. Und eigentlich wollte ich schon die ganze Woche mit filmen, aber mir ist aufgefallen, dass ich unter der Woche immer echt wenig Spannendes zu erzählen habe. Da ich auch immer sehr spät nach Hause komme und dann meistens wirklich erst um 17 Uhr oder so dann richtig Zeit habe, irgendwas zu filmen. Und dann mache ich meistens sowieso nichts Spannendes mehr und deswegen gibt es wieder mal einen Wochenendvlog von mir. Ich habe mich gerade schon umgezogen und ein bisschen fertig gemacht und werde erst etwas essen. Und dann werde ich nachher noch den Adventskalender für meine beste Freundin fertig machen, denn meine beste Freundin und ich wollen uns dieses Jahr ein Kalender selbst schenken und uns gegenseitig einen basteln, den wir dann benutzen werden. Und ich habe eigentlich jetzt schon alle Sachen und möchte die dann nachher noch beschriften und einpacken. Also gut, ich weiß nicht, warum Zeit hat, mir Mathe nochmal anzugucken. Ja, hi, hier kommt endlich meine Antwort. Sorry für die leicht verspätete Antwort. Ich war nämlich dann schon, also werde ich jetzt am Wochenende mal den Kalender fertig machen. Okay, also hier drin habe ich jetzt alle Sachen, die ich ihr schenken werde, also die ich einpacken werde. Und ich habe meine beste Freundin vor einigen Tagen schon mal gefragt, ob es für sie okay wäre, wenn ich die ganzen Sachen statt im Geschenkpapier in Zeitung einpacken würde, wie man hier jetzt vielleicht sehen kann. Wenn ich dachte, mir das Ganze in Zeitung einzupacken, ist eine viel nachhaltigere Variante, als das Ganze in Geschenkpapier einzupacken. Was sowieso dann wieder aufgerissen wird und weggeschmissen wird. Und das hier ist sowieso da, das ganze Zeitungspapier. Und das wird sowieso sonst weggeschmissen und deswegen ist es dann noch ein guter Verwendungszweck. Also unter anderem mache ich so ein Buch mit den ganzen Monaten von 2020 und ja, klebt da so Fotos rein. Da sind vor allem jetzt Bilder vom FaceTime drin, weil wir uns natürlich jetzt auch durch diese Pandemiesituation nicht so oft getroffen haben wie jetzt die anderen Jahre. Und wenn wir uns getroffen haben, dann eigentlich auch immer auf Abstand oder mit Maske. Und dieses Buch ist so ein bisschen so ein Insider, denn das habe ich schon mal gemacht und ich versuche das auch wirklich so jedes Jahr zu machen jetzt. Also damit wir so von jedem Jahr irgendwie so eine Erinnerung haben an unsere Freundschaft, auf das Jahr bezogen. Also ich drücke jetzt gerade noch weitere Bilder aus, aber eine Sache, die mir jetzt hier so im Herbst, Winter immer ziemlich nahe geht, ist auf jeden Fall, dass es immer so früh dunkel wird, denn ja, meine Haare sehen auch schon wieder echt cool aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich wirklich in dieser Zeit jetzt viel unproduktiver und motivierter fühle. Ja, weil ich nach Hause komme, dann ist es schon 16 Uhr und dann wird es schon fast wieder dunkel, beziehungsweise jetzt gerade ist es sogar schon dunkel. Und dann denke ich irgendwie, dass ich schlafen muss. Und ja, fühle mich irgendwie gar nicht in der Lage, noch irgendwas zu machen hier zu Hause. Und ich habe jetzt gerade noch mal in der Story einen Fragensticker gepostet und warte jetzt noch auf ein paar Fragen, die ich dann nachher noch beantworten werde. Das mache ich irgendwie sehr oft am Wochenende, da ich es sehr gerne mag, mich mit euch ein bisschen auszutauschen und Fragen zu stellen, eure Fragen, nein, nicht Fragen zu stellen, aber eure Fragen zu beantworten. Momentan höre ich sehr gerne Hörbücher und an dem Morgen habe ich das Buch Rich Dad Poor Dad gehört. Und da ich dann auch den ganzen Tag weitergehört habe, habe ich es auch tatsächlich geschafft, das Buch dann noch zu Ende zu hören an dem Abend direkt.
Also ich habe jetzt alle Sachen für den Adventskalender hier liegen. Das sind natürlich 24 Sachen. Und ich werde diese Sachen jetzt hier immer aufschreiben, da ich zu der Sache etwas schreiben möchte, damit sie so ein, so eine Guideline hat, was da drin ist. Und das werde ich jetzt mal machen. Also nochmal angucken und dann hier was dazu aufschreiben. Yeah, so der Kalender ist jetzt fertig, beziehungsweise noch nicht ganz fertig, denn ich habe beim letzten Türchen sozusagen ein Buch drin, habe ich euch auch schon gezeigt, und dieses Buch braucht noch ein paar Tage, würde ich mal sagen, denn da werde ich noch einige andere Events und Insights und so aufschreiben, die jetzt eventuell noch in den nächsten Tagen oder Wochen dazukommen werden, deswegen werde ich das erst später, beziehungsweise kurz bevor ich den Kalender abgebe, werde ich das dann fertig machen. Aber ich habe total in den letzten Tagen und Wochen gemerkt, dass ich extreme Nackenschmerzen bekomme, wenn ich so lange hier rumsitze, und es ist mir irgendwie vorher nie so gegangen. Und es war irgendwie früher nie so, aber seit ein paar Tagen habe ich immer extrem starke Nackenschmerzen. Deswegen muss ich oft immer eine Pause machen, wenn ich am Schreibtisch sitze. Und das ist irgendwie mega krass zu sehen, denn ich habe jetzt gerade mal alle Dateien von dem heutigen Vlog importiert. Und ja, wie ihr sehen könnt, geht das Video bzw. das Rohmaterial jetzt fast 45 Minuten, fast eine Dreiviertelstunde. Und ich wette, wenn ich das gleich schneide, sind wir bei 8 Minuten oder so. Also, ja. Das ist immer total krass zu sehen, wie viel Material das eigentlich ist und wie viel das dann im Endeffekt ist. Leute, was ist in meinem Leben nur los? Also, ich war gerade auf Instagram und habe gesehen, dass eine Person meinen ganzen Feed durchgeliked hat. Also wirklich jedes Bild bis 2017, glaube ich, mein erster Beitrag, durchgeliked hat. Und dann bin ich mal auf meine Beiträge raufgegangen und ich war so geschockt gerade. Und es hat mich jetzt ein bisschen nachdenklich gemacht. Und ich habe so überlegt, was würde ich eigentlich meinem, wie alt war ich da, 12- oder 11-jährigen Ich sagen. Und ich habe jetzt auch erstmal ein paar Beiträge gelöscht und ja, die irgendwie verbannt aus meinem Leben, weil das mir wirklich jetzt ein bisschen unangenehm ist im Nachhinein. Auch wenn diese Dinge an sich nicht mal, ja, peinlich sind oder so, aber das sind einfach Dinge oder halt so Sprüche zum Beispiel, die nicht mehr meinen jetzigen Werten entsprechen. Und es hat mich gerade einfach nur ein bisschen nachdenklich gemacht, wo ich darüber nachgedacht habe, wie wird es vielleicht jetzt in 5 Jahren oder so sein oder in 3 Jahren, selbst in 3 Jahren oder selbst in 2 Jahren oder so, weil ich mich halt extrem verändere. Und ich glaube, dass wir alle, also die meisten, die meine Videos hier gucken, sind bestimmt auch noch so in ihrer Jugend oder vielleicht sogar Kindheit, keine Ahnung. Und das ist wirklich so die Zeit, wo wir uns extrem entwickeln, denke ich mal. Und es ist einfach krass zu sehen, wie sehr ich mich wirklich auch schon vom letzten Jahr allein entwickelt habe. Und ich würde wirklich sagen, dass ich jetzt mich allein von 2019 bis 2020, also in diesem Jahr jetzt hier, auch schon extrem entwickelt habe. Ja, und auch andere Werte bekommen habe. Und ich aber, glaube ich, immer mit dem jetzigen Zeitpunkt am zufriedensten bin. Was auch irgendwie logisch ist, weil sonst würde ich mich hier ändern. Aber ja, ich glaube, dass ich jetzt gerade, also so in dieser jetzigen Zeit hier, für mich persönlich die, ja, besten Werte und Interessen und Kenntnisse habe, die ich jemals hatte in meinem Leben, was irgendwie auch logisch ist natürlich. Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung und eure Gedanken dazu in die Kommentare und ob ihr euch vielleicht auch so die letzten Jahre extrem entwickelt habt. Okay, so, wir haben jetzt 2 Stunden und 400 gelöschte Beiträge später und es ist irgendwie richtig krass zu sehen, denn ich habe ja gerade schon ein bisschen davon erzählt und ich hatte einfach davor über 500 Beiträge. Ich hatte über 500 Beiträge und jetzt habe ich nur noch, ich glaube, man sieht es gerade gar nicht, aber jetzt habe ich einfach nur noch 193 Beiträge. Was heißt nur noch, es sind immer noch viele Beiträge, aber ja, ich fühle mich jetzt auf jeden Fall sehr viel wohler, da ich alles, was ich nicht mehr mit mir identifizieren möchte, sag ich mal, verbannt habe von meinem Profil und mich damit jetzt ein bisschen besser fühle.
Und ja, um nochmal auf das Thema Veränderung zurückzukommen, ist es bei euch auch so, dass ihr in bestimmten Jahren eine andere Persönlichkeit hattet? Ich weiß nicht, ob ich einfach nur komisch bin, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jedes der letzten 5 Jahre oder so irgendwie anders wahrgenommen habe, also total anders wahrgenommen habe und dass irgendwie, dass ich in jedem Jahr eine andere Persönlichkeit hatte. Das ist wirklich komisch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Lara Emily, die ich letztes Jahr war, eine total andere ist als die Lara Emily, die ich jetzt bin, 2020. Und ich bin mir sicher, dass auch 2021 Lara Emily anders sein wird als die jetzige Lara Emily. Und ja, irgendwie gibt es immer so ganz signifikante Charakterzüge und Werte, die ich vertreten habe in den Jahren. Und ich merke gerade, dass ich morgen wieder meine Haare waschen sollte. Also, ich muss sagen, ich habe gefühlt seit Jahren keinen Podcast mehr aufgenommen. Es ist wirklich krass, wie lange schon nicht mehr. Ja, aber ich hoffe, ich weiß noch, wie es hier alles funktioniert. Okay, der nächste Punkt ist Meditation. Also jetzt 9:30 Uhr, also 9.30 Uhr und heute ist Sonntag und dieses Video soll heute noch online kommen, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen mit dem Fertigfilm und dann auch gleich mit dem Schneiden von dem Video. Genau, also mit dem Schneiden des Videos. Ansonsten wende ich heute auch wieder meine Sonntagsroutine an, über die ich auch schon öfter mal geredet habe und auch in diesem Video hier geredet habe. Das heißt, ich werde viel aufräumen und auch die nächste Woche planen. Ich habe leider nicht alles geschafft, was ich machen wollte. Ich wollte nämlich eigentlich noch gestern ein Video drehen und ich wollte auch noch Koreanisch lernen. Aber ja, mein Tag hat dann auch nur 24 Stunden irgendwie das Ganze nicht geklappt. Deswegen werde ich das heute noch machen. Aber jetzt werde ich jetzt erstmal meine Woche planen und euch da auf jeden Fall mitnehmen. Ja, let's go! Vielen Dank fürs Zugucken dieses Vlogs. Hält die Kamera hier? Ja, okay, super. Also wie gesagt, muss ich jetzt auch das Video schneiden, damit es nachher online kommt. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass dir dieser Vlog gefallen hat. Ich hoffe, dass wir uns bald hier wiedersehen. Hab bis dahin aber noch einen wunderschönen Tag und dann ciao.